Welchen Druck übt eine 8 Tonnen schwere Statue auf den Boden aus, wenn die Kontaktfläche 2 Quadratmeter groß ist? Die Angaben sind also, die Masse der Statue beträgt 8 Tonnen, das heißt 8000 Kilogramm. Die Kontaktfläche hat einen Inhalt von 2 Quadratmeter. Was wir suchen, das ist der ausgeübte Druck, in Pascal ausgedrückt. Und dazu nutzen wir die Formel Druck gleich Kraft auf Flächeninhalt. Hier ist die ausgeübte Kraft natürlich die Gewichtskraft von der Statue, also groß G. Und diese Gewichtskraft berechnen wir durch Masse mal Gewichtsfaktor, wo dieser Faktor klein g 9,81 Newton pro Kilogramm beträgt. Also brauchen wir hier nur noch m durch 8000 zu ersetzen, klein g durch 9,81 und a durch 2. Somit finden wir als Druck 39.240 Pascal. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also, der Druck beträgt 39.240 Pascal.